Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Kill the Bad Guy. Und heute Folge 5. Und ja, wir haben heute Oscar, den wir als Zielperson haben, in San Francisco. Und folgende Infos sind bekannt zu Oscar. Man sagt, Wasser reizt den Strom eher schlecht. Wir können das ja mal ausprobieren. Identität. Der berühmte Hochleistungssportler wird beschuldigt, seine Frau ermordet zu haben. Er beteuert immer noch seine Unschuld. Seiner Aussage nach war er nachts aufgestanden, um sich etwas zu trinken zu holen, nur um Zeugen zu werden, wie seine Frau vor dem Kühlschrank auf einen Salatblatt ausrutschte, umhertaumelt und achtmal auf das Küchenmesser fiel. Ja, das klingt ein bisschen sehr realistisch. Dass jemand aussehen mit der Spitze nach oben auf den Rand der Spülbank balanciert hatte. Ja, das klingt ziemlich nachvollziehbar, das wird so gewesen sein. Okay. So, wir merken schon, jetzt langsam wird das Spiel uns nicht mehr sagen, was wir zu tun haben, sondern wir müssen wirklich selber herausfinden, was für was ist. Und das macht ja den Anreiz vom Ganzen hier. So, dann schauen wir mal. Okay, ich merke schon, ich habe die falsche Seite abgetrennt. Aber nochmal. So, das heißt, wir müssen hier Wasser. So. Natürlich müssen wir die Schnur hier abschneiden. Tja. Das war mal eine schnelle Runde. Vom Strom getötet. Ja. So, und wir haben hier die Level-Sicht. Das war wirklich ein sehr schnelles Spiel jetzt. Töten einen Bad Guy haben wir geschafft. Tötet ihn einen Tag auch. Wir haben außerdem irgendwas gefunden, der da unter Bank lag. Habe ja ganz kurz darüber geschwenkt. Und somit haben wir Mission 5 abgeschlossen. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet ab und erstmal wieder ein bei Kill the Bad Guy. Ja. Und zwar werden wir dann uns um Mohammed kümmern. Und ich bin jetzt schon gespannt, was diese Story hier uns bringen wird. Wie gesagt, lasst mir ein Like da und schaut mir das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Kill the Bad Guy. Vielen Dank, bis dann, tschüss.